Herzlich willkommen zu Vlogmas 2023, Tor 22. Noch zweimal schlafen, dann wird die große Bescherung gemacht. Ja, welche haben wir denn? Ja, was sagt das denn Wetterbericht? Hier fangen wir erstmal mit der Pesta. Wetterbericht. Ist es stürmisch? Wir haben Sturmmeldung gekriegt. Und ja, wie doll der Strom ist, Windstärke, weiß ich nicht, kann ich nicht sagen. Aber wir haben Plusgrad. Ne? Plusgrade und 5 Grad haben wir. Also die Bäumchen wackeln ja. Hier sieht man das am besten. Die Tanne wackelt. Ja, ich war heute Morgen schon wieder unterwegs und wollte erst euch mitnehmen. Aber dann habe ich gesehen, der Wind und so alles. Dachte ich, nehme mit dem Rad. Das ist immer blöde. Da vorne, dann vorne rumzumachen, das ist nicht. Ja, ich bin, so siehst du ja jetzt an die Brille da oben. Bisschen kaputt gegangen, also hat sich gelöst von dem Rahmen, das Oberteil. Dachte ich, na gut, fährst du hin zum Optiker. Bin ich zum Optiker gefahren, der hat gesagt, ja, einschicken und wird elektronisch gelötet oder punktiert. Da habe ich dann gesagt, nee, sie braucht ja die Brille, wa? Gut. Ansonsten wissen sie nicht, wa? Ich meine, kann man das nicht irgendwie kleben? Nein, geht nicht. Dachte ich, ist gut. Wir haben es ja nicht weit, ab zum nächsten Optiker. Darin gegangen. Ich meine, so und so sieht das aus, ich habe ein Problem. Ja, Mensch, einschicken. Ich meine, nee, nicht das mit einschicken. Die Brille braucht sie. Ja, was machen wir denn da? Ich meine, kann man das nicht kleben? Mit der, ja, da wäre noch die einzige Möglichkeit, erstmal kleben. Dann hat sie mir dann nicht geklebt, konnte ich drauf warten. Und ich meine, wie sieht es aus hier gleich mit den Nasenhalter? Die waren schon grün, ja klar, machen wir da eine neue ran. So hat sie mir das geklebt und neue Dinger ran gemacht. Ich meine, was kriegen sie denn dafür? Nichts. Na gut, dann reicht es dann auch. Ihr so nicht fest gewünscht und guten Rutsch ins neue Jahr. So, dachte ich, na, das kommt ja auch selten vor, dass du zum Optiker gehst und die sagen, du kriegst nicht, du brauchst nicht bezahlen. Ja, ich gehe dann los Richtung Heimat. Da fiel mir ein, Mensch, ich habe ja was vergessen. Einkaufen. Ich wollte nämlich nochmal, ich habe nochmal ein Brot geholt und dann rohen Schinken, gekochten Schinken und Tomaten. Aber jetzt haben wir wirklich alles. Bis Silvester ist alles da. Brauche ich nicht nochmal einkaufen gehen. Mann, das Geld geht weg. Also ich habe schon immer gekriegt, ob ich irgendwie Schmierpfoten habe zwischen den Finger. Herzlich willkommen zu Vlogmas 2023 Tor. Zweimal die zwei. 22. Leute, zweimal schlafen noch. Der Uwe hat euch bestimmt heute Morgen auch schon begrüßt. Aber ich komme erst jetzt dazu. Und oh, ich habe heute schon wieder so Migräne. Ne? Das ist, heute hat man so ein bisschen versucht, die Sonne durch die Wolkendecke zu kommen. Und es war auch mal ganz kurz blauer Himmel zu sehen. Ich habe keine Ahnung, ob hast du einen Wetterbericht abgegeben? Ja. Dann erzähle ich euch das bestimmt doppelt. Aber das ist für gewöhnlich, für mich wetterfühlig mäßig immer der Fall, dass ich dann Migräne kriege. Also im Moment ist es auszuhalten? Ich habe nur so ein bisschen hier so, hier am Jammerlappen, wisst ihr da?
Da habe ich so ein bisschen Kopfdrücken, aber das kriegen wir schon hin. So, was wollte ich sagen? Wir haben ja gestern von der lieben Petra das in der Packstation gehabt und jetzt kann ich tatsächlich sagen, dass wir uns gar nicht getraut haben, weil ja der Ruf stand nicht vorlesen und so. Das Paket auszupacken. Jetzt haben wir gedacht, das Päckchen sollen wir auch erst Weihnachten auspacken. Dann haben wir aber doch mal reingelunzt, was sie da so hinter den, naja, unter der Pappe halt versteckt hat, weil wir gesehen haben, da ist noch was, Ja. ein Kärtchen. Und da stand drauf, es darf vorgelesen werden. So, also werden wir heute nochmal Petras Päckchen behandeln, sozusagen. Und ich bin mega gespannt, was drin. Der Uwe ist übrigens auch da, ne? Ich bin auch hier. Mich habt ihr heute Morgen schon gesehen. Ja. Und Mich kennt er ja schon. die Prinzessin auch. Nicht hier, nicht? Dich haben sie auch gesehen. Ach nee, Ja. was? Doch, ja, Gassi. Bei der Gassi-Runde, genau. Ja. So, und Schatz, musstest du auch lachen, als wir das mit Petras Na klar, Päckchen? ich dachte, das kann nicht wahr sein. Liebe, liebe Petra, mal ein paar persönliche Worte jetzt an dich. Es tut mir leid, dass wir das verkackt haben. Ne? Das haben wir nicht geschnallt am Anfang, weil wir direkt gedacht haben, oh, darfst du nicht anfassen. Der Beste immer zum Schluss auf. Ja, da gucken wir heute noch mal rein, was du uns da schön geschickt hast und lesen natürlich auch die Karte vor. Ansonsten wird hier heute nicht mehr viel passieren wegen, ne? Dicken Kopf. Ihr kennt das bestimmt. So, jetzt, wenn ihr hier so Klopfgeräusche hört, also so richtig Klopfgeräusche, ne? Hier wird irgendwas, keine Ahnung, hier ist jemand mit einem Vorschlaghammer reingekommen und ein Kuh, Fuß und was noch, Uwe? Eine Schaufel? Ja, Schaufel und ein Schlauch. keine Ahnung, ob die jetzt die Keine Ahnung. Keller ausräubern oder irgendwie einen Durchbruch irgendwo machen oder auf jeden Fall das Die scheppert hier klauen unser ordentlich. Öl. Ja, das kann natürlich auch sein. Die Öl ist machen teuer. Durchbruch von hinten und gehen am Öltank ran, die Bösen. Naja, Öl ist teuer, das stimmt. Na. Ja, wenn es, wie gesagt, wenn ihr da Geräusche hört, dann wird halt hier, ich würde mal sagen, es ist 3:30 in Schwarzarbeit. Irgendwas gemacht, keine Ahnung. Fragt mich nicht. Es ist hier irgendwie alles nur noch laut. So, ich werde mir jetzt gleich Hörnchen aufsetzen. Der Uwe wird sich auch präparieren, keine Ahnung. Bei Uwe ist Ich ja immer höre eine nicht. Überraschung, ob er Hörnchen oder Brille trägt. Ja, noch. Warum? Heute nicht. Warum? Weil heute Freitag Nein, ist. nein, ohne geht gar nicht. Na, ohne geht auch. Ich bin die ganze Nein. Zeit schon heute ohne. Ja, deswegen kannst du Na jetzt. ja, na, nein. Da ist das letzte Wort noch nicht gesprochen. Das klärt mit Uwe ohne Kamera. Oder wollt ihr mehr Authentizität auf YouTube? Ja. Und die Kira, muss ich mal sehen, ob die eine Meinung hat, ob sie ihr Tuch anziehen will. Im Moment hat sie eher darauf Bock. Hat sie gerade hier hingeschmissen. Na gut, ihr Lieben, wir sehen uns gleich beim Päckchen auspacken wieder oder beziehungsweise beim Suchen. Wobei Suchen ja jetzt ein bisschen überbewertet ist. Was machst du, Uwe? Schon jetzt, schon jetzt, schon Der jetzt. Uwe eben die ganze Zeit. Ja, es ist Freitag, der 22. Da habe ich einen Wankelkontakt. Hier, Schatz, kannst du den Schätzelein erzählen von deinem Wackelkontakt? Ja, ich habe gekriegt, ob sie nur wieder, weil sie eben gesagt hat, sie macht die Kamera aus oder wir wollen die klären ohne euch. Und dann auf immer guckt sie da so rein zu euch. Und ich war mir ganz sicher, von hinten sieht man nicht, ob das. Ob der rote Balken an ist oder nicht. Doch, sieht man. Ich hab's nicht gesehen von hinten. Okay, da muss ich doch zu Ruhm gehen. Ja. Apropos Runke, Leute. Stichwort. Ach, Stichwort, es reißt nicht ab, ne? 2023 ist irgendwie nicht unser Jahr, ganz ehrlich. Also vor 2 Tagen habe ich schon gemerkt, dass meine Brille so ein bisschen komisch sitzt. Und naja, dachte halt, dass der Bügel einfach nur zu locker ist oder so. Nee, das ist hier vorne, keine Ahnung, ob man das sieht.
Da ist das ausgerissen, kaputt gegangen, abgerissen, keine Ahnung. Und das ist alles so eins. Und naja, jetzt hoffe ich natürlich, dass das noch hält. Jetzt kann ich mir auch noch eine neue Brille kaufen. Das ist und meine Brille, Freunde, das kostet wie ein Gebrauchtwagen, ne? Also da bist du auf jeden Fall mit einem Schein dabei. Also so zwischen 700 € und 1.000 € bin ich einfach dabei. Je nachdem, wie teuer das Gestell am Ende ist, ne? Und mein Problem ist ja auch noch, dass die Gestelle, die mir gefallen, sind eben die, die so teuer sind. Das ist so. Ich weiß nicht, warum meine Brillen so teuer sind, aber ich habe halt unfassbar dicke Gläser, also weitsichtig, richtige Kuhgläser, so Aschenbecherböden. Keine Ahnung, Uwe, du weißt doch, was du für Gläser hattest. Gott, Alter. Uwe hatte auch so eine Cola-Gläser, wisst ihr, das ist. Und da möchte ich natürlich das nicht als Glas haben, weil das viel zu schwer ist. Da würde ich nur Kopfschmerzen kriegen. Also Kunststoffgläser. Kunststoffgläser sind aber direkt teurer als Glasgläser. Dann müssen sie extra dünn geschliffen werden, weil, ne, Aschenbecherböden. Weil ich muss damit jeden Tag rumlaufen, ne? Das ist Ja. so. Und das wird das Teuerste sein. Dann sollen sie auch noch antistaubstatisch sein und entspiegelt und tralala und Hopsasa und ich habe das jedenfalls noch nie geschafft, mit meinen Ansprüchen, die ich da habe, irgendwie unter 500 € zu sein. Noch nie. Das günstigste war jetzt wirklich hier die Brille und das war, weil Apollo hier 50% hatte. Und was haben wir da bezahlt? 500, ne? Das heißt also 50% drauf, der wäre bei 1.000 € gewesen. Das ist. Und ich bin sehr unzufrieden mit der Apollo-Brille, ganz ehrlich. Also ich habe mich da sehr, sehr schlecht beraten gefühlt. Ich hatte ja Uwe dabei und der sollte mir ja sagen, ob die mir steht, weil wenn man keine Glas, seine Sehstärke drin hat, dann kann man ganz, ganz schlecht ja, das abwägen, ob das passt oder nicht, ne? Ob das gut aussieht oder nicht, ob das zum Gesicht stimmig ist oder nicht, keine Ahnung. Da ist es halt immer sehr, sehr günstig, sich jemanden mitzunehmen, dem man vertraut und der einem dann sagt, ja, sieht gut aus oder nee, such dir lieber eine andere, ein anderes Gestell. Und der Optiker und Uwe, die haben mich so voll gequatscht und haben gesagt, oh, das sieht so toll aus. Und das, in dem Moment, wo ich diese Brille hatte, mit meiner Sehstärke drin, hat die mir nicht gefallen. Ne? Das ist ohne fand ich die dann auch ganz gut, weil die Form mir eigentlich ganz gut gefällt. Aber sie ist für mein Gesicht viel zu klein. Und das bin ich der Meinung, hätte der Optiker auf jeden Fall sagen müssen. Nicht wahr? Der war aber nur daran interessiert, Knete. Geld zu verdienen. Was machst du denn da? Ich mach die Zahlen, die alle offen waren, wieder auf der Decke. Erst Die macht er sie Tür steht. zu, jetzt macht er sie auf. Ja, weil sie zu waren. Ja, weil du sie zugemacht hast, Uwe. Weil ihr jetzt. Das habe ich ja schon gefragt, dich, warum machst du das? Ja, jetzt ist wieder Durchzug, jetzt ist wieder frische Luft. Hier die 13, da ist irgendwas bestimmt von der 22 runtergerutscht. Ja. Ja, die 22 heute ist leer. Dann müssen wir die 13 raus. Die Kira wird Naja. schon finden. Naja, viel Mimimi um meine Brille, aber es sind jetzt schon wieder extra Kosten. Oh, das hätte auch noch warten können. Ne? So, Ja. jetzt waren wir beim Optiker und jetzt haben wir das reparieren lassen. Eigentlich wollten sie die einschicken, aber einschicken ist nicht, weil Brillen für mich so teuer sind, habe ich natürlich keine Ersatzbrille. Und meine Augen werden ja auch stetig schlechter. Ne? Das ist ja, selbst wenn ich meine alte Brille aufsetzen würde, ich würde da ja gar nichts mehr sehen. Weißt du, die Rahmenlose, ich würde Ist. einfach nichts mehr sehen. Naja, also und die kann man ja nicht ständig irgendwelche Brillen machen lassen, wo am Ende, wenn dann was passiert, ich gar nichts mehr durchgucken kann. Jetzt habe ich damals, wo ich schon angefangen habe, schlechter zu sehen, mir Lesebrille. so eine Lesebrille mal. Guck mal, und da seht ihr schon, wie dick das ist. Meine Gläser eigentlich. Kann man das sehen? Ja, wer will denn damit tagtäglich rumrennen, wenn es nicht sein muss, ne? Jetzt habe ich mit der erstmal mich über Wasser gehalten. Aber die wollten die Brille halt einschicken. Ne? Zwei Optiker wollten die einschicken und das geht nicht. Also. Und der dritte Optiker, wo wir waren, der hat das geklebt mit Sekundenkleber. Das hätte ich zu Hause auch selbst machen können. Aber es hat nicht gehalten.
Nee, die hat doch gesagt, keine Ja, Garantie. es hat nicht gehalten. Also, 2024 wird wieder ein teures Jahr. So what? Was willst du machen? Drückt da keinen Arm. Ich präpariere mich jetzt, ihr Lieben, und dann sehen wir uns gleich drüben am Gabentisch wieder, wenn es wieder heißt, Tor 22 wird geöffnet. Muss man mal einen neuen Jankuchen mal ein paar neue kaufen. So, mein Liebling, hast du denn jetzt wenigstens schon geguckt, wo dein Nee, Kistchen weiß ich steht? nicht. Leute, aber es ist hier ne, nicht mehr so viel Nee. Auswahl. Okay, dann lass uns den Schneemann an der Rübe spielen. Und zwar, Dahin stellen. okay, Oder? wir stellen euch hier hin, der Uwe hat recht. Ja. Man kann alles sehen, oder? Sieht er da? Hier ist sie. Zweimal die zwei. Kurz vor Klasse oben. Auf die Plätze. Ritter, ja. Ja, da. Ja, dritt, schnell hinrennen. Warte mal, die Kerze steht davor. Ah, du hast schon. Jetzt macht das Licht aus. Also. Da hat er beschissen, ey. Na gut. Dann mache ich jetzt das Licht aus. Sei es dem Uwe gegönnt. Nicht? Unmöglich. Bist du bescheißt, Uwe? Nein. Doch. Du wolltest blitzen. Hier, Und ich hab mir damit. das Blitzen versaut. Geh weg, ich mach das aus. Ja. Hier, wir müssen dir das zeigen. Dass du das Die Kamera ausmachst? umdrehen, einfach nur. Ach so. Du bist besser. Licht aus. Messer raus. Licht aus. Messer raus, genau. So, jetzt kannst du dich erzählen, was dir erzählen wird, Schatz. Ja. Da wollte doch jemand schummeln. Habt ihr gesehen, ja? Dritt, schon die Augen schon gehabt, wo sie. Ich hab Hörner, ich kann stoßen. Ich auch. Und wolltest du denn? Naja, ich Was hab's wollte ich geschafft, auf denn? alle Fälle. Was wollte ich denn? Du wolltest schon flitzen. Ich hab ja gesehen, der rechte Fuß, der war schon voll in Startlöchern drin. Los jetzt, ab zum Kalender von der lieben Daniela. Ja. Denn. Und nee, hierher, hierher. Ich bin noch hier, Uwe. Hinter mir, hinter mir, hinter mir. Die 22. Jawohl. Zack, ab. Sehr So schön. schnell geht das. Sehr, sehr schön. Aha. Stecken wir ein. Es ist Dann. dunkel, ne? Ja. Ja, es ist halt dunkel. So, Heller wir ist nicht. haben hier vergessen, Hier das machen wir Licht den Tee. anzumachen, ne? Wieso? Hier Ach da, ja, die habe ich vergessen. unsere Kerze. Entschuldigung. Ja. Dafür essen wir morgen ein. Genau. So, ein rotes Tütchen. Ja. Huch. Nicht geklappt, der Trick. Die 22. 20. Ich bin gespannt, was drin ist. Es gibt eine So. 22 von der lieben Yvonne. Für den Uwe. Uwe, die 22. Genau. Und von der lieben Claudia. Oh, das ist schwer. Ich Oh, habe ihn gar nicht mit in der Hand. Oh. Ach du Armer. Ja, super. Ja, alle da. Leute, guckt, wie sich das gelichtet hat. Sind Der bloß noch Tisch zwei war Felder. brechend voll, ne? Sind bloß noch So. zwei Felder. Alle Uwe hinterher, du auch, Kira. Du Hier, komm kleine her, komm her. Weihnachtsmaus. Kira, komm her. Hier, schnell. So. Komm schnell her. Na Jetzt komm. von hinten oder noch? Na komm. Durch die kalte Küche. So. Hier, komm her. Hauptsache, setz mal nee. Das ist deins. Na, bitte, hier muss die Danke. Kamera hin. So. So, das haben wir geschafft. Das haben wir geschafft. Die Kira ist auch am Start. Jetzt machen wir erstmal eine Pause. Nein. Nicht. Es wird hintereinander durchgearbeitet. So, mein Schatz, So. dann zeig mal, was die Kira hat. Die Kira hat die 22. Kira, wo ist es? Ja, Ja, genau, da, da ist er. ja. Aber da unten ist der. Na, die Tür muss schon aufmachen, ne? Aber ich meine, die war leer. Ja, das ist runtergerutscht. Ja.
Ah ja, die war leer. Da gibt es was Leckeres, Mausi. Ein Herzchen, ein Reisherz mit Hühnchen, ne? Das ist die... Vier. Ist die vier? Ja, darunter, das ist ein Herzchen. Ach so. Chicken Rice Heart. Ein Hühnchenreisherz. Aber du müsstest mir bitte einmal das Messer geben. Ja, danke. Aufpassen. Aufpassen, Kira. Scharf. Ja, guck mal, schnuffel mal. Das kriegst du gleich. Von Andrea. Du Rübe. So. Oh, die riechen richtig gut. Bitte schön. Der Hund ist glücklich. So, Schatz, mit was machst du weiter? Ja. Mit dem Knobelkalender. Da. Hier war ja die Mutter vom grünen Wichtel, ist die Schwiegermutter meiner Mutter. Ich habe keine Geschwister. Wer ist der grüne Wichtel? Mhm. Hab das rausgefunden. Ich kann euch das sagen, der grüne Wichtel ist der Vater. Und ich dachte ja, die Oma, ne? Ja. Väterlicherseits. Also ich war ja nah dran. Ja. So, 22. Ganz lang ist's und zu dem Spitz und wächst ganz ohne Hast. Doch wenn die liebe Sonne scheint, es kristallklare Tränen weint. Das ist ja klar, was das ist. Uwe. Schneemann. Ja. Oder ein Eiszapfen. Ich dachte Eiszapfen. Da hat die Susi recht. Stimmt, Kristall, klar. Ein Eiszapfen. Jetzt haben wir euch natürlich die Lösung vorweggenommen. Aber das war schön einfach. Das habe ich hingekriegt. Na, Rübi. So, Schatz, weiter. Ja, dann geht das mit... Also, lieben Dank, Elke, für das Knobeldingens. Ja. Mit Danielas Päckchen weiter. Danielas Päckchen, ja. Grüße gehen raus nach Österreich. Und ja, natürlich auch in die Schweiz, ja. Und natürlich sowieso nach Deutschland, ist ja auch klar. Aber wir wollen an allen, die uns mögen. Ja, an alle, die uns gucken. Genau. Liebe Grüße. Damit haben wir alle bedient, oder? Ja, hoffen wir. Dass sich keiner benachteiligt. Oh, nee, wer? Körperlosen. Kira, im Messer. So, ich halte. Die haben, ja. So. Christina, ja. Ich finde die echt toll. Das hier ist, nein, gar nicht. Das ist Haarmilch. Das habe ich ja noch gar nicht gesehen. Haarmilch-Pflegeshampoo. Hm. Oh, wie cool. Ich war beinahe auf der Kehrte gesagt. Na, oh, das wäre ja gut. Ja. Zu ausschnuffeln? Der Blick. Sehr, sehr cool, Daniela. Vielen lieben Dank. Da werden der Uwe und ich uns natürlich teilen. Die Haare schmeißen. Was steht denn hier überhaupt drauf? Für feine Haarstruktur. Trocken und geschädigtes Haar. Perfekt. Einfach perfekt. Lieben Dank. Ja. So, und näher. So, meine Güte, wenn man alle zusammen machen möchte. Ne? Cool, Daniela. Freue ich mich auf jeden Fall sehr drüber. So, und weiter geht's. Der Tee. Der Teekalender. Der Birne-Vanille-Tee war super. Ja, ja. Sehr lecker war der. So, diesmal ist drin Wintertee, Apfel-Zimt. Auch sehr cool. Kann man das lesen? Also Apfel-Zimt schmeckt ja immer. Und es riecht sehr zimtig. Es riecht nach Zimt. Muss ich ihn ja nicht ablecken. So, lieben Dank, Elke. Was hast du denn, Schatz? Juckt das Fell. Duschen. Nee, muss mal gegerbt werden. Ist noch nicht Weihnachten, dachte ich. Nein, fehlen noch 2 Tage. Oh mein Gott, ey, das ist so krass schnell vergangen, der Monat. So, jetzt kommt Yvonne. Auch die 22. Mhm. Mal schicke Dinger, ha? Ja, also mit so wenig ja.
so schöne Sachen machen. Ich meine, es ist ja, ne? Aber es ist so personalisiert und das ist einfach schön. Ich finde das toll. Und Kleinigkeiten erfreuen mein Herz immer sehr. Und das sowas zum Beispiel. Ach, Kira. Sind Kleinigkeiten, die so das. Das Naschi-Herz erfreuen, ne? Und der Uwe mag sowas. Soll ich es reinhalten? Na. Und zwar ein Kinder-Country. Mag der Uwe sehr gerne. Axe. Axe. 48 Stunden nonstop fresh. Dark Temptation. Ja, das sind so die Sachen, weiß ich nicht, die das Herz mehr erwärmen. Ne? So die Kleinigkeiten. Ja. Ich finde sowieso, also. Das sind im Leben die kleinen Dinge sind, die einfach das Leben lebenswert machen und nicht immer nur die großen. Klar gibt es zwei, drei Sachen, die große Sachen, die auch glücklich machen. Richtig. Aber für das große Glück sind eben die kleinen Dinge verantwortlich. Und deswegen freuen wir uns über solche Sachen immer sehr. Oder nicht? Ja, klar. Ja. Mal sehen, ob das die Claudia ist dran. Ja, die Claudia, die hat schon erstmal zweimal Tee. Oh, lecker, wieder das Schneeträumchen. Mhm. Oh, Leute, der ist so lecker, dieser Tee. Ach, oh, schon der Duft aus dieser Verpackung, sehr, sehr lecker. Hier. Oh. Und da gehen wir hier rein. Der letzte Mal ist der doch auch schon runtergefallen, oder? Der will nicht zu Kiefer. Ja, der ist sehr schwer. So, das sind so Stängchen drin, wobei Stange auch wieder überbewertet ist, ne? Das sind hier solche... Ja, Blättchen. Ja. Kira von der Claudia. So, und jetzt runter. Runter. Prima. Der Rest kommt erstmal ins... Der dauert nicht lange, das ist wieder rum. Naja, aber das kommt jetzt ins Kira-Glas. Ja. So, dann... Was ist das für eine Sorte? Neapolitaner. Ja. Diese Haselnussgedöns, ne? Ja. Sehr schön. Hanuta kommt jetzt. Nom, 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 nom. Auch sehr lecker. Ja. Oh, da hat er Maschine. Hier zählt er wieder raus. Muss die Hände aufhalten. Lass nicht fallen. Das Glück in meinen Händen. Ja. Aber ich liebe es einfach. Hier haben wir Glück aus Kirschen. So, und falls wieder die Frage kommt, woher diese Glücksgläser sind, die liebe Claudia hat gesagt, dass sie den Glücks-Adventskalender gekauft hat und den geplündert hat. Das scheint es wohl auch so zu kaufen zu geben. Aber das hier ist halt von dem Adventskalender. So, und Glück aus Süßorangen. Orangenmarmelade, Uwe. Gott, wie geil sind bitte diese kleinen Gläser. Ich lieb's einfach, Mann. Claudia, vielen, vielen Danke dafür. Zweimal Frühstücksgläser. Ja, finde ich, mag doch total gerne. Ja. Jetzt kommt das Gewinnerpaket. Ja? Ja, ich hab gewonnen. Ja? Ja, ich hab mal gewonnen. Naja, bin mir da nicht so sicher. Ja. Okay. Ich weiß wirklich nicht mehr, was ich da jetzt eingepackt habe. Im 22. Ich weiß nur noch, was im 24. drin ist. Ist weich. Weich, dick. Unterhosen. Schlüppis. Stay aktiv, Schatz. Hab keine Schlüppis. Ich glaube, das ist nur der Baltikus natt aufgefallen. Was auf deinen Schlüppern steht, bleib aktiv. Herrlich. Wer ist da denn? Ach, Tatsache, Schlüpper. Ja, klar. So viel Schlüpper brauchst du? Ich hab keine Schlüpper, ich hab Unterhosen. Schwarze. Ja. Ohne Beschriftung. Damit man die Bremsstreifen nicht so sieht. Ich sag jetzt dazu nichts. Ich
Ich halte mich da raus. Ich könnte mich so unter den Tisch schmeißen. Das ist eine Familienangelegenheit. Leite mal raus. So, und ich darf natürlich auch meins öffnen. Ja. Und ich habe keine Ahnung, was. Doch, da könnte Haarspray Forever Haarspray drin sein. Genau. Ah, da ist bestimmt Haarspray drin. So, meine 22 kommt auch ins Körbchen. Haarspray kann ich ja immer gebrauchen, ne? Für die Frise. Oh, das hast du aber gut zugeklebt, du. Mhm, das war ja auch das zweite Paket, da ich ja noch Zeit gehabt. Noch Kraft ja. Ja. Ja, sag ich doch. Tough Power Haarlack, so ja, halb 5 von 5. Doch verkehrt. Nein, das ist in Ordnung. Nee, Spray willst du mal haben. Ja, ist, weil das Spray ein bisschen feiner ist. So Lack ist halt... Zu glänzend, sieht man. Es ist völlig in Ordnung. Also meine kurzen Stippen werden damit gut gehalten. Ich freue mich da sehr drüber. Vielen lieben Dank, Mensch. Ja. Danke für meins auch. Ja, Kira. So. Mehr haben wir nicht, meine süße Maus. Das waren wieder sehr, sehr tolle Türchen, die wir plündern durften. Ja. Lieben Dank an alle Beteiligten. Dicken Knutsch, dickes Herz. Ja. Natürlich auch in deine Richtung. Und ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Freude beim Zugucken. Genau. Leider wieder vergessen. Denn jetzt geht es weiter mit dem von der lieben Petra, was wir gestern aus der Backstation geholt hatten. Normalerweise ist Schluss. Wenn wir uns das auspacken, ist Schluss. Jetzt geht es aber weiter. Wir haben ja das gefunden. Hier, Schatz. Ja. So, da war ja direkt nicht vorlesen. Also wir, da waren wir so schockiert irgendwie. Weil es kommt sehr selten vor, dass wir es nicht vorlesen dürfen. Ja, ne? Ja. Dass wir wirklich uns nicht mehr getraut haben, hier reinzugucken. Ja? Aber dann haben wir doch mal die Klappe aufgemacht. Hier. Und da war dann eine Karte oder ein Zettelchen. Und da steht drauf, darf vorgelesen und gezeigt werden. Ah, und da war die Kamera aber schon aus. Ja. Jetzt ist aber an. Und da haben wir uns halt gedacht, liebe Petra, wir holen das einfach heute nach und zeigen, was du uns schön wieder hier eingepackt hast. Und es ist wieder so toll mit diesen Tütchen gemacht. Also ich liebe das, ne? Ich finde das so irre, wie du das einfach, was man so aus stinknormalen Brottütchen machen kann. Mhm. Sensationell. Also hier ist ein Päckchen für den Uwe drin. Ein Päckchen für die Kira. Guck doch mal, wie süß, ey. Oh. Mit Hundetatzen drauf. Und ein Päckchen für mich. Genau. Da gucken wir uns gleich an. Jetzt werden wir aber erstmal gucken, was die Petra uns geschrieben hat. Ja. Oder? Ja. Also so sieht's aus. Was steht denn hier drauf? Frohes Fest. Oh Gott, wie süß. Firmenstempel. Ich glaube, die Petra, die ist sehr kreativ unterwegs. Oh, das finde ich richtig toll. Die Karte sieht auch selbstgestaltet Hammer. Aus. Wunderschön. Ich bewundere sowas. Ne? Das ist, auch wenn das vielleicht für jemanden, der das täglich macht, nichts ist. Ich finde das toll. Und ach, guck mal, Uwe, hier. Ich zeige euch das gleich. Die sind auch wunderschön. Hübsch. Also hier steht, hallo Susi, Uwe und Kira. Von Herzen frohe und besinnliche Weihnachten und ein gesundes neues Jahr wünschen Petra und Snoopy. Und so hat die Petra die Karte gemacht. Designed, ja. Ja, also ich finde das total schön. Wir wünschen dir das natürlich auch von ganzem Herzen und auch ganz, ganz viel Glück fürs neue Jahr. Ich hoffe, dass das nur voller positiver Überraschung steckt für alle Mann, aber natürlich auch jetzt insbesondere für die liebe Petra. Ja. Die Karte kommt an unseren Schrank die ran. Die kommt auch noch am Schrank ran. Zu den anderen Karten. Hübsch. Und Leute, ihr habt uns ja mit so viel Karten bedacht. Ne? Wir werden das am 24. nochmal zeigen, wie voll dieser Schrank eigentlich mit Karten ist. Ne? Mhm. Also wir mussten jetzt schon zu dem großen Teil ausweichen.
damit überhaupt alle raufpassen. So, ich würde sagen, wir fangen mit Kira an. Guck doch mal, wie süß die Petra das gemacht hat. Hier noch mit so einem kleinen Glitzersternchen dran. Ich finde das einfach schön. Mhm. Willst du machen, Schatz? Nee, mach du mal. Okay, dann mach ich die Kira. So. Kira Maus. Die Petra hat hier was eingesteckt. Und zwar von Winston Mini-Herzen. Reich an Truthahn. Softer Hundesnack. Und der ist teilbar. Sehr, sehr, sehr schön. Aber das lasse ich jetzt zu, weil sie hat hier noch ein offenes. Aber anstelle werde ich ihr gerne hiervon eins geben und erzähle ihr einfach, das ist von dir. Na, hier sind auch so eine, so eine Truthahn-Herzchen. Von der Petra, vom Snoopy. So, sie sagt danke. Ja, weil ich möchte nicht alle Tüten aufmachen. Ne? Ich möchte wirklich erst die angefangenen leeren. Ist ja klar. Aber es bleibt hier. Und dann wird die Kira damit erfreut. Lieben, lieben, lieben Dank für diese wunderschöne Weihnachtsüberraschung. Ne? Schatz, jetzt bist du dran. Ne? Ich finde das so toll, ne? Du musst die Nippe durch die Lasche. Ich finde das so toll. Die kannst du richtig also benutzen. Ja. Super. Okay. Oh, da hat jemand viel Zeit gehabt zum Falten. Das ist doch viel zu schade, kaputt zu machen. Ja. Aber ich finde das so große Klasse. Also, vor allem uns jetzt zweimal damit zu erfreuen. Eine Maske. Hier, Kira. Ja, erstmal muss Kira abnehmen. So, ist okay? Gut. Das sieht schon wieder so aus, als wenn wir sowas noch nie hatten. Da steht drauf, dass es eine Sorbet-Textur ist. Vitamin-Boost, Sorbet-Creme-Maske. Oh, cool. Also da bin ich wirklich gespannt, wie der Uwe die finden wird. Ja. Steht da noch irgendwas drauf? Für jene Hauttypen. Sehr, sehr schön. Und zweimal Tee. Nom, 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 nom. Und welche Sorte, Schatz? Mango? Karibische Mango. Oh, lecker. Lecker, 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 lecker. Mm. Also, das müssen wir heute direkt trinken. Bin ich jetzt dran? So, und ich habe ja auch so ein schönes Tütchen. Und auch mir, also, ich möchte das eigentlich ja nicht öffnen, ne, weil das so schön ist. Ich finde das toll. Super, super schöne Idee. Ja. So, ich habe auch zweimal Tee drin, und zwar Zimtpflaume. Sehr geil. Von Messmer. Oh, der Duft. Boah, das riecht richtig nach Zimtpflaume. Mhm. Wie riecht deiner? Oh, absolut irre nach Mango. Mhm. Sensationell. Und natürlich auch eine Tuchmaske mit Vitamin D Booster. Wie cool. Hey. Sehr, sehr klasse. Und zwar intensiv feuchtigkeitsspendend mit Glow-Effekt. Mit Hyaluron, Panthenol und Vitamin Booster für jeden Hauttypen. Sehr, sehr geil. Da freue ich mich schon drauf, wenn wir wieder Maskenmontag machen, die auszuprobieren und aufzunehmen. Die hatte ich nämlich noch nicht. Ich habe überhaupt selten Masken von Rossmann. Ja, stimmt. Wir haben meistens tatsächlich immer von DM, weil es einfach näher ist bei uns. Also ich freue mich da sehr drüber. Einen ganz dicken Knutsch in deine Richtung, Petra. Lieben, lieben Dank für diese Überraschung. Und wir hätten uns aber auch da genauso drüber gefreut, wenn wir die erst am 24. eröffnet hätten. Aber wir wollten jetzt auch nicht, dass du nachher enttäuscht bist, weil wir das irgendwie nicht geschnallt haben und uns nicht getraut haben, mehr in das Päckchen zu gucken. Ne? Das ist tatsächlich so gewesen. So, also die Tütchen, ich finde die so allerliebst, ehrlich. Hübsch gemacht. Ja, die Idee musst du auch erstmal haben. Also ich habe die nicht, vor allem mit diesen... Schneiden. Na, hier mit dem Klett finde ich halt so toll, ne? Das kannst du ganz oft verwenden. Ja. Für Adventskalender oder so. Sehr cool. Auch hier nochmal danke für die Inspiration. Also ich denke, dass du damit auch ein paar Schätzelein inspiriert hast. Ja. Das ist also nicht nur uns, sondern ganz viel andere. Und da danke ich dir auch von ganzem Herzen für.
Und überhaupt allen danke ich, dass ihr einfach da seid. Es ist schön, dass es euch gibt. Kann mich da immer nur wiederholen. Ja. Es macht mir ganz viel Freude für euch, die Videos zu drehen. Ich glaube, der Uwe hat da auch Spaß dran, aber da muss er Ja. alleine das sagen. Macht doch Spaß. Ich mache das doch gerne mit. Das ist schön. Vor allen Dingen, wenn man weiß, man kann euch auch eine Freude Ja, überreichen. solange sich nur Eine einer Freude euch freut. geben, dass mir sagt, oh ja, gut, unsere Freude können wir teilen mit euch. Ja, oder unsere fröhliche Lebenseinstellung auch, ne? Ja. Also das lese ich ja immer wieder, dass das vielen Schätzeleien über einen anstrengenden Tag oder über schlechte Nachrichten hinweghilft, dass man einfach lachen kann. Ob ihr wollt oder ungewollt, ganz oft haben wir ja ungewollte Komik, ne? Ja, Besonders der Uwe. passiert schon mal. Aber das ist das halt, man muss halt auch über sich selbst lachen können und und das ist halt das, was das Leben ausmacht, meiner Meinung nach. Und solange sich da draußen nur einer darüber freut, haben wir alles richtig gemacht. Klar. Genau. Ich finde, das sind sehr schöne Abschlussworte. Ja. Dann werden wir das Video an dieser Stelle beenden. Ich Ende. bedanke mich natürlich wie immer von ganzem Herzen, dass ihr eingeschaltet habt oder auch bis hierhin gesehen habt. Schatz, was sollen denn die Schätzlein heute posten? Weil gestern haben sie uns einen ganzen Wald gepostet. Ihr seid der Hammer, ehrlich. Heute. Was nehmen wir denn heute? Was nehmen wir denn heute? Was nehmen wir denn heute? Na, was nehmen wir denn? Dann machen wir heute einen Schneemann. Okay, ein Schneemann. Wollen wir uns Schnee wünschen zu Weihnachten? Ja, was leider nicht klappt. Wenn ich dran denke, werde ich auch wieder einen in die Videobeschreibung posten. Dann braucht ihr den nur kopieren. Und wenn ich es nicht, wenn ich es vergessen habe, ja, dann schreibt da einfach Schneemann oder so. Ja, Ist ja auch nee, schön. Schneemann. Gebt euch mal ein bisschen Mühe. Ja, aber manchmal geht es nicht, ne? Doch, manchmal geht. Nein, manchmal geht's nicht. Manchmal geht immer. Ich glaube, weiß gar nicht, ob man auf dem Tablet oder so guckt, ob man dann auch so Smileys einfügen kann. Keine Ahnung. Okay, aber bevor das jetzt hier noch länger Wird, da sagen wir nur eins, wie wird, was wir immer immer. sagen, seid Seid frech, frech, wild wild und und wunderbar. wunderbar. Bis Bis dann, Dannemann. Mann. Mach's gut. Tschüss, ihr Lieben, und ein Herzchen Tschüss. von uns beiden. Ja. Ein Krüppelherz. Schönen Tag Tschüss. noch. Ja, wünsche ich euch auch von ganzem Herzen.